CSR, das ist gerade für die internationale Entwicklungsarbeit von herausragender Zukunftsbedeutung. CSR ermöglicht es, vielleicht aus einem Steuereuro, den wir heute staatlich ausgeben, 2 oder 3 Euros zu machen, die in den Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit ankommen. Mit CSR sehen wir einen gewaltigen Trend, dass jemand, der gut verdienen will, das nur tun kann, wenn er auch Gutes tut. Wir sehen das als eine Art Ethic Investment, das sich hervorragend dafür eignet, es mit der ehrenamtlichen Arbeit der NGOs, gerade auch in den Entwicklungspartnerschaften, die wir haben, zu verbinden. Mit CSR, glaube ich, haben wir eine große, riesige Chance, tatsächlich die NGOs mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und die Professionalität der Wirtschaft so zusammenzubinden, vielleicht bis hin zu gemeinsamen Projekten in den Partnerländern, dass tatsächlich ein gewaltiger zusätzlicher Schub in der Entwicklungsarbeit entsteht.